Sandhausen kommt mit Sebio Suku. Pascal Testro. Testro! Siebte Minute. Sandhausen geht in Führung mit der ersten Torchance. Pascal Testro aus der Drehung mit dem Rücken zum Tor. Und sein Team hat die Auswärtsführung. Alois Schwarz. Traumstart für ihn. Obwohl er weiß, ja, ja, es ist noch so lange zu spielen. Das ist die Entstehung über Sebio Suku, der wie gesagt auf der rechten Seite beginnt. Und dann macht das Testrot clever, sehr clever gegen Dragoš Nedeljko. Bewegt sich weg vom Gegenspieler, stellt den Arm hinten raus, ohne dabei unfair sich wegzudrücken. Also das ist technisch auch sehr gut umgesetzt, diese Bewegung. Tanaka. In diese Räume muss er kommen und das will Christian Preußer auch sehen, dass er diese Antritte macht, dass er mehr eben die Bälle aus der Bewegung kriegt und eben nicht, wenn er steht. Könnte einen Effekt haben mit einfach einer Anspielstation mehr. Hennings, Kopfball am Tor vorbei und trotzdem wirkt das vom Zugriff her hier in den ersten Minuten ganz anders. Hier haben wir nochmal die Chance eben. Kutris für Naray, der da am zweiten Pfosten auftaucht und den dann ins Zentrum geben will. Macht er auch. Aber da ist trotzdem zu viel Pace drauf. Peterson. Tanaka probiert selbst. Auch der deutlich am Tor vorbei. Er wartet ja noch auf sein erstes Tor für die Fortuna. Der das ordentlich macht seit seiner Einwechslung. Naray, volles Risiko. Dreves hat ihn. Aber das war mal ein Torschuss mit Geschwindigkeit und Tempo. Auch obwohl er jetzt nicht top platziert war, kann das schon so ein Hallo-Wach-Effekt sein für die Gastgeber. Joa! Und auch der war nicht schlecht. Beinahe das erste Saisontor für den 24-Jährigen, der ja auch in Düsseldorf geboren wurde, seit 2011 im Verein ist. Thanks for watching. Subscribe my channel for more videos and turn on notification to never miss an upload.